Všetko, všetko prešpí, to nemám. To je jasný. Kocno je jak, nič už tam zásupuje. Rukni ten. A gríchyše, gríchyše. Pravda, dole. Vonku. Postoje tam. Vati, mám jen tu. Kavalier. Hänsel, du bist du. Ich habe mich entschieden, ich gebe Heinz einen Vortritt. Ich habe die Wahl zwischen zwei Damen. Ja. Das war mal die schwarze Dame, wie heißt sie? Und die blonde, die war mir gleich sympathisch. Wer? Aber welche? Natürlich, welche ist das sympathisch? Nein, beide, die Frau Magister und die blonde. Und, aber wenn der Heinz sagt, er nimmt die Frau Magister, habe ich überhaupt kein Problem damit. Die hat das. Die Intelligenz schätze ich sehr hoch von der Dame. Und der Rest, das ist auch wichtig, keine Frage. Aber sie ist sehr intelligent. Das spricht dadurch, dass sie Magisterin ist. Heinz Nowak nützt den Badegang, um auf erste Tuchfühlung zu gehen. Da eine. Thomas Untens Freundin Cassandra liebt das Partyleben. Nach einer langen Nacht will Mario Orsolic sie zu einer Misswahl begleiten. Doch Cassandra weigert sich aufzustehen. Thomas, die ist tot. Was sagst du? Ich glaube, das Titel musst du heute anziehen. Wieso? Die ist tot. Was heißt tot? Na tot, erledigt. Die österreichischen Single-Männer gehen ein letztes Mal auf Frauensuche im Osten. Robert Nissel hat sein Glück bereits gefunden. Der 61-Jährige und seine 26-jährige philippinische Ehefrau Julien erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Und wir sind ja den ganzen Tag zusammen. Man darf ja nie vergessen, wer schafft es bitte, ein Jahr jede Sekunde zusammen zu sein und sich nicht auf den Wecker zu fallen. Wir sind verpickt. Wir sind nicht nur zusammenpickt, wir sind verpickt noch zusätzlich. Und Nissels Erzfeind Mario Orsolic hat noch immer keine Frau gefunden. In einem Sexclub verbringt er seine einsamen Stunden. Kurz ein paar Kurzbeziehungen jetzt gehabt. Nicht? Hat nicht lang gedauert, zwei Monate. So habe ich wieder erledigt. Die Frauen, die sind nicht anspruchsvoll. Nicht? Die wissen nicht ganz wirklich, was wirklich wollen, die meisten. Desillusioniert von der Frauenwelt lässt er sich lieber von einer rumänischen Sexarbeiterin verwöhnen. Hallo. Hallo, Schatzi. Hallo, Mose. Wie geht's? Mir geht's gut, und dir?